Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Retro-Battles. Ja, wir haben schon einige Spiele hinter uns und heute ist Burger Time Deluxe für den Gameboy dran. Auch ein fantastisches Spiel, ein Port von einem Arcade-Game. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Regeln sind auch hier relativ einfach. Normales Spiel starten, man hat zwei Leben und die meisten Punkte, der gewinnt. Ich muss aber leider sagen, obwohl ich das Spiel schon getestet habe, ich bin nicht gut in dem Spiel. Und zwar, wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, sollte sich sowieso schämen. Und zwar muss man Burger bauen. Und zwar natürlich richtig und währenddessen hier den ganzen Würstchen und so weiter ausweichen. Mal gucken, aber mit dem Pfefferdings. Da kann man sich denn hier wehren. So. Aber man kann sie dann natürlich leider nur kurzzeitig stunnen. So, hat mich hier natürlich etwas gerettet. Ich hole mir glaube oben das die Pfeffermühle nochmal. Ich traue mir nicht dran, dass ich die Viecher umgehen kann. Aber bei diesen Arcade-Sachen, ich war da echt noch nie gut drin. Genau, und man konnte halt die Viecher auch erledigen, indem man so quasi unter den Burgern... Ah, ich habe keinen Pfeffer mehr. Ich dachte, ich habe noch Pfeffer. So, ich muss jetzt die eine Burger-Brotscheibe da erledigen. Und... Okay. Das erste Level haben wir schon mal. 4700 Punkte. Also so läuft im Prinzip das Spielprinzip. Es wird natürlich immer komplexer. Na, komm her, du Würstchen. Zack. Ah, ich dachte, ich kann es vielleicht mit dem Brot treffen. Shit. Ich dachte, ich komme über das Brot, dass ich den treffe. Okay, gut. Gucken wir weiter. Na, mal gucken. So, und zack. Und zack. Ja, toll. Ach, wir haben noch ein Leben. Okay. Ich dachte, das war's jetzt. Man merkt, der Schwierigkeitsgrad, der zieht an, aber ich habe jetzt zum Glück eine Pfeffermühle. Bin mit einer Pfeffermühle bewaffnet. Ich dachte, ich habe zwei Anwendungen. Au, 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 au. Kurzes Video. Wie ich gesagt habe, ich bin nicht sehr gut in dem Spiel, deswegen ist mein Beitrag diesmal sehr, sehr kurz gewesen. Ich schätze mal, die Runde werde ich verlieren. Aber das Spiel ist aber auch knifflig. Aber gut, diese ganzen alten Spielhallen-Arcade-Versionen, die sind natürlich alle knifflig. Aber ja, habt ihr diese Woche ein etwas kürzeres Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr schaut natürlich auch nächste Woche wieder rein und bei den anderen Leuten sowieso. Ihr fantastischen Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Tschüss.